Ja, moin liebe Leute und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FM24. Wir spielen als nächstes auswärts gegen den RB Leipzig. Die haben ja letztes Spiel gegen Düsseldorf eine 4-0-Klatsche bekommen. Naja, wir werden heute sehen, ob das ein Ausrutscher war oder nicht. Wir haben ja das erste Spiel 2-1 gewonnen gegen Union Berlin. War auf jeden Fall wichtig. Genau, wir machen jetzt erstmal, das haben wir schon gemacht, ne? Aber die Leute, die wieder normal trainieren können, falls da überhaupt wieder Leute gibt's. So, hier, der kann zum Beispiel doppelte Intensität wieder trainieren. Ansonsten, ja. Was das, ne? Die anderen haben, die müssen erstmal, okay, der Mai kann jetzt wieder normal trainieren, super. Okay, so, dann gehen wir mal weiter. So, Schulinov hat sich eine Knieprellung zugezogen. 1 bis 2 Tage fällt er aus. Ist natürlich auch nicht so schön, ne? Bremen macht Angebot für 4,4 Millionen bei Bautista. Okay. Oh, hier haben wir noch Außenspieler. Teixeira. Ja, Rese. Kofi Palma. Ja, auch ein guter Innenverteidiger, ne? Auch vom Preis her in Ordnung. So, verfügbar für die zweite Mannschaft ab, ja, Sané, Silla, ja, Gerkens, Ivecic, Andresen, Ibanogo, Brüning im Tor. Was ist denn mit dem Dings? Wo ist der Raab? Hier. Ja, der ist doch verfügbar, aber der ist gar nicht im Tor, ne? Sondern der Brüning, ja, krass auf jeden Fall. Der im Tor ist. Können wir ja auch ändern, ne? Aber wie gesagt, ne, das müssen die wissen. Okay. So, ich bin gegen 1860 München. Nioris hat sich auch verletzt. Verhärtung der Oberschenkel, Vorderseite 1 bis 2 Tage. Ist der Meinung, man müsste intensiver versuchen, ihn zu verleihen. Ja, komm, dann machen wir das doch mal. Berater. Transferroom, Leihangebot, so, nicht angeben, machen wir mal, nicht angeben, Ende der Saison, vereinbarte Einsatzzeiten, Stammspieler am besten, ja, natürlich Sturm, ne, so, zack, so, jetzt intensivieren wir das, ein bisschen, so, 2 neue Nachrichten, Spieler wurden von der Auswahlliste entfernt, der Sique. Ach, warum? Unbestimmt. Unbestimmt. Ja, Borzer weiß ich jetzt nicht. Na, aber Ulrich zum Beispiel. Ja, auch unbestimmt. So, die anderen kann man. So, gut. So, Training. Dann gucken wir mal. Wie sieht's aus? Normal trainiert er ja schon. Der trainiert auch jetzt wieder normal. Reis ebenfalls. Buchmann. Dama. Der Rodriguez. Alle, die wieder die gespielt haben. Der Andresen kann auch für die zweite wieder normal trainieren. Der noch nicht. Gondre. Oliveira. Ja, Mai sowieso. Oh, okay. Dann weiter geht's. So, wie gesagt, die zweite spielt jetzt gegen 1860 München. Da bin ich mal gespannt, was die so reißen werden. Und Tom Kraus. Ja, unsere zweite verliert wieder 2-1. Schade. 11-11 Chancen. So, Kohl, 2-2 haben die gespielt. 90 Minuten hat er gespielt, aber diesmal kein Tor oder Vorlage. So, Kran hat auch gespielt bei 1-3 Niederlage. Boah, was ist denn mit Bremen los? 4 Spiele haben die schon gemacht. Die stehen auf Platz 14, ey. Was ist denn mit Bremen? Da läuft es gerade auf jeden Fall nicht so gut, ne? Nürnberg 13., 12. Braunschweig. Aufstiegsplätze sind zurzeit St. Pauli, Heidenheim und Kiel. Na gut. Gucken wir mal weiter, ne? Wie das sich da neu ergibt. Ja, wie gesagt, schade, dass die zweite halt verloren hat.
gegen 1860, aber die müssen auch langsam mal wieder gewinnen. Ne? So, Cardoso informiert sich über George. Ja, er ist halt nicht gerade so gut Kirschen essen. Bei allem Respekt, aber da stimme ich nicht zu. Ich denke, dass ich gut trainiert habe. Ja, bei 6,95 oder was. Hoch genug anlegen. Vielleicht haben sie recht, vielleicht muss ich höhere Standards setzen. Ja, leicht positiv. Okay, schon mal gut. Da gucken wir mal, ne, wie er sich da weiter präsentiert. Der Josh. So, halb. Der hat ja gespielt. So. Ja. Keiner macht ein Angebot für ihn. Finde ich schade. So, Europa League. Jetzt kommen die Playoffs. Oh, wir gucken mal. Bode Glimt verliert. Charleroi gewinnt. Dynamo Kiew gewinnt. Luzern verliert gegen Trabzonspor. Utrecht, Sturm Graz 0-0. Auch 0-0. Haifa 1-0 gegen Liberec. Palatinaikos 1-1 gegen Olympia. Tiraspol 2-3 gegen Punik. Barabak 1-0 gegen Dynamo Batumi. Shakhtar Donetsk 1-1 gegen Genk. Und Srinjinski 0-2 gegen Dynamo Zagreb. So, Benisch hat beim 9-0 Sieg in der Conference League 90 Minuten durchgespielt, hat eine Torvorlage gemacht. Muss ich sagen, ist ein bisschen wenig, ne? Bei 9 Toren. Also finde ich jetzt, ne? So, Ratschläge. Ja. Training. Individuell. Gucken wir mal. Niho ist noch halb. So. Dann gehen wir mal weiter. So, Harz hat bei 1-3 Niederlage 8 Minuten gespielt. Super. Ein bisschen wenig, ne? Aber okay. So, wer war das denn? Schulinov auf jeden Fall, ne? Ja gut, der immer noch halb. Bezic halb. Ja, der auch noch halb, okay. So, Frankfurt muss gegen Düsseldorf. Mal gucken, ne? Was die machen. Die Düsseldorfer jetzt gegen Frankfurt. Nachdem sie 4-0 gegen Leipzig gewonnen haben, ne? Ne, diesmal verlieren sie 3-1 gegen Frankfurt. Hussein hat bei 1-0 Niederlage 90 Minuten mitgespielt. Aber wir spielen jetzt gegen Leipzig auswärts. Abwarten. So, die machen ein Leihangebot für Kaufmann. Herakles Almelo wegen einer Leihe von Tuhumschu gefragt. Damals. Oh, nee, das nicht. Da wollen wir schon loben, ne? So, unsere U19 hat 2-2 gegen St. Pauli U19 gespielt. Ja, gucken wir mal, ne? Ich bin mal gespannt, wie die U19 diesmal abschneidet. Letzte Saison wurden sie ja Erste, aber sind leider in den Entscheidungsrunden dann ausgeschieden direkt. Ist natürlich sehr schade, aber was soll man machen? So ist es halt. So. Dann gucken wir mal. Niho ist immer noch. Er kann wieder normale Intensität.
Obwohl, ja, trainieren tun sie ja eh nicht mehr. So, wir spielen gegen Leipzig. Williams spielt mal von Anfang an. Ich würde sagen, der Dardai spielt mal von Anfang an. Gucken wir mal. Ja, der ist noch verletzt, ne? 3 Tage. Dann steigt er wieder voll ins Training ein. Ja, ansonsten würde ich jetzt alles so lassen. Erstmal. Genau. Wie gesagt, das ist halt unsere Stammelf, die hier auf dem Platz ist. Mit Williams, gut, da werden wir ab und zu mal rotieren. Das ist genauso wie OM. Da werden wir auch mal öfters rotieren zwischen Dama. So, unsere zweite verliert 0 zu 2 gegen Dortmund. Nächste Niederlage. Ist natürlich bitter. Wenn das so weitergeht, steigen die wirklich ab, oder? Auch wenn das jetzt erstmal nur 3 Spiele waren. So, Schulidorf ist noch nicht bei 100%. Der Mai auch nicht. Ernst und Newes können ohne Probleme spielen. Das freut mich schon mal. Und ja, ansonsten lassen wir alles so, ne? Genau. Super. So, Gladbach spielt 0-0 gegen Freiburg. Augsburg verliert 0-1 gegen Dortmund. Mainz verliert 1-2 gegen Leverkusen. Schalke verliert 0-2 gegen Köln. Und Hoffenheim gewinnt 4-0 gegen Wien Wiesbaden. Und jetzt spielen wir gegen Leipzig. So. Das machen wir. Das machen wir. Ausgewogen, weiß nicht, sollen wir trotzdem kontrolliert spielen? Oder sollen wir auf ausgewogen runtergehen? Nee, wir spielen kontrolliert weiter. Machen wir so. So. Warum wählt der mal 2 Spiele zu viel aus? So. Auf geht's. Let's go. Gegen RB Leipzig. Mal abwarten, wartet wird. Oh, da war jemand nervös. Aber habe ich jetzt nicht gesehen, wer. Ich musste einmal die Nase putzen. So, Leipzig, ja. Erste Chance. Was heißt erste Chance, ne? Ist das hier entscheidende? Ne, der erweiterte, ja. Perfekt. Gut. Gondry kriegt die gelbe Karte in der 6. Minute. Ja, ein bisschen früh. Aber was willst du machen? So, Schlager kriegt gelb. Leipzig mit der ersten Chance. So, Honorar jetzt. Ah, Leipzig holt sich den Ball wieder. Und da ist das 1-0 für Leipzig, Dani Olmo. Eieieiei. Bitter, bitter. So, da jetzt mit dem Freistoß. Schade. Kurz einen Schluck getrunken. Oh. Ernst hat möglicherweise eine Handprellung. Das ist natürlich nicht so gut. Aber anscheinend kann er trotzdem das Spiel durchmachen. So, jetzt Olmo mit dem Eckball. Aber einfach rausgekickt, den Ball.
Ja, super. Williams konnte den Ball blocken, aber Leipzig ist immer noch am Ball, aber Ernst hat den sauber. Noch 3 Minuten Nachspielzeit. So, Halbzeit 1-0 für Leipzig. So, und jetzt auf geht's, zweite Hälfte. Jetzt vielleicht. Gondré, Dada, ja, Ballverlust. Ungünstig. So, gelbe Karte für Williams. Also hier geht es echt zur Sache im Zweikampf, muss man sagen. So, Buchmann, Honorar, verliert den Ball. Ja, super, Gondré. Ah, wieder Ballverlust. Verlieren einfach zu schnell den Ball. Das ist natürlich nicht so gut, ey. Wenn sie denn schnell den Ball verlieren. So, gelbe Karte für Seiwald. Oh, Leipzig mit dem Einwurf. Simakan. Luis Junior. Oh, Leipzig immer noch. Seiwald. Jackson, Sesko, Raum. Ja, super, Gondré läuft den Ball ab. Rodriguez, jetzt vielleicht eine Konterchance. Dardai. Brederode. Reis. Immer noch Reis. Nieuwis schießt aus der zweiten Reihe. Der Keeper kommt dran und es gibt Eckball. So, der Eckball ausgeführt von Rodriguez. Hoher Ball. Nieuwis Pfosten. Da trifft Nieuwis den Pfosten. Fasset nicht. Eieieiei. So, Reis bekommt die gelbe Karte. Freistoß für Leipzig. Olmo. Relvas. Olmo. Henrichs. Ah, 2-0. Ja. Dann würde ich sagen, gegen Düsseldorf war echt ein Ausrutscher bei denen. So, wir wechseln jetzt mal aus. Brederode, der ist. Ja, der ist noch nicht in-game bei uns, ne? Also, da ist noch nicht. Ja, der ist wirklich noch nicht drin, so wirklich. So, Honorar spielt aber auch nicht gut. Aber hier, der Williams, der spielt gar nicht gut. Der 6,2, deswegen kommt der Dings rein. Jetzt mal der Oliveira. Mal gucken. Rodriguez jetzt mit dem Freistoß. Honorar, der schießt. Ah, rechts vorbei. Schade, schade. So, wir wechseln weiter aus. Ich würde sagen, Schulz kommt für Reis rein. Und der Quanzare kommt mal für Rodriguez rein. Können wir nochmal wechseln? Nee, ne? 1, 2, 3. Ne, 5 Mal haben wir jetzt. Ich hoffe, Gondré oder so kriegt keine gelb-rote Karte. Das wäre jetzt natürlich bitter. So, Olmo jetzt mit dem Freistoß. Hoher Ball, Simakan. Aber der geht drüber. Einwurf wieder für Leipzig. Werner. Langer Ball. Aber einfach irgendwo hingeschlagen. So, Quanzaro holt sich den Ball. Passt auf Honorar. Ja, keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Einfach ein langer Ball nach vorne. Also, muss nicht sein. So, Baumgartner. Ja. Die spielen wieder frei auf, die Leipziger. 3-0. Also ich sag ja, gegen einige Gegner haben wir unsere Probleme und Leipzig ist einer davon. So, Oliveira, Feray. Oliveira, Feray. Ah, rechts vorbei.
Ja, da mal mit dem Eckball, aber war jetzt auch nicht so gefährlich. So, wir verlieren 3-0. Ja, ist natürlich nicht so gut, ne? 3-0 gegen Leipzig. Aber daran merkt man, dass das ein Ausrutscher von Leipzig war. Oder die haben halt Düsseldorf unterschätzt. Das kann auch sein. Uns unterschätzen sie nicht, weil die wissen, dass wir Europa League sind. Ja, da kann eine spannende Saison werden, ne? Also wie gesagt, gegen Union haben wir gewonnen, gegen Leipzig verlieren wir jetzt. Am meisten spannend, muss ich wirklich sagen, wird das gegen die hochkarätigen Teams hier, wie jetzt Leipzig, die ja letztes Jahr Meister wurden, Bayern, Leverkusen, Dortmund. Und mal gucken, wer noch so gut in Form ist. Düsseldorf, ja gut, die haben das zweite Spiel gegen Frankfurt verloren. Ne? Frankfurt hat jetzt beide Spiele gewonnen. Naja, ich bin echt mal gespannt, ne, was die Saison ergibt. Schon alleine, wir spielen als nächstes gegen Frankfurt. Na, da kommt als nächstes. Na, da wird lustig. Ich bin mal gespannt, was wir gegen Frankfurt machen. Na, abwarten. So, wir machen erstmal die Intensität hier runtergehen. So, halb. Der macht normal. Vera macht halb. Ja, der ist müde, ne? Ich trainiere da schon, ne? Ah, der Collins, der spielt nicht so oft, ne? Also Innenverteidiger wechsle ich kaum. Ja, was soll ich sagen, ne? Müssen wir mal gucken. Weil sie müde, ne? Ja gut, die spielen erst in einer Woche. Ich denke mal, da ist er nicht mehr müde. Hoffen wir mal, dass die dann nicht mehr müde sind von der zweiten jetzt. Ich hoffe, da kommen. Die spielen auch erst am Sonntag, von daher passt das. So. Ach, da waren noch Ligaspiele. Aber sehen wir ja gleich. So, Richards hat beim 0-1 Niederlage mitgespielt, 90 Minuten. So, Pineda Scouting. 30 Jahre alt. 11,5 Millionen. Mittelfeldspieler, ne? ZM. Kann die anderen Positionen, aber würde ich jetzt nicht auf der Auswahlliste packen. So, Scouting-Meeting. Sucic. Auch wieder so ein ZM. Kann aber auch vorgeschobenes Spielmacherspiel. Den kann man wirklich mal scouten. Oder auf der Auswahlliste packen. So, Hertha verliert erstmal 0-1 gegen Bayern. Und Union Berlin spielt 2-2 gegen Wolfsburg. Okay. So. Königsdörfer hat gespielt. 15 Minuten, wow. Er spielt aber auch nicht so lange, ne? So, wie sieht das Mannschaftsgefühl überhaupt aus? Gut, sehr gut, sehr gut, super. Das ist immer super. So. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, das war's wieder mit dieser Folge. Ja, in der nächsten Folge wieder gegen so einen starken Team. Also die haben bisher 2 Spiele, 2 Siege gegen Eintracht Frankfurt. Da spielen wir wieder zu Hause. Ja, ich sag mal so. Na, gegen Union haben wir gewonnen, gegen Leipzig haben wir verloren. Frankfurt, ja, kann ich noch nicht so einschätzen. Die haben ja 2 Spiele gemacht. Ne? Muss man mal gucken, ne? Was wir da reißen. Ich bin mal gespannt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange tschüss und bis dann.